Bevor ich in das Problem komme, dass ich mal keine Kohle mehr habe, nehme ich jetzt gleich mal alles mit. Ohne Probleme hier alles komplett mitgenommen. Da habe ich immer noch keinen Redstone mitnehmen kann, wahrscheinlich einfach damit man keine Clocks oder so baut. Schade eigentlich, könnte man viel schöne Fallen damit bauen. Ja genau, aus diesem Grund darf man es auch nicht mitnehmen. Ja, ich weiß. Ich verstehe das schon. So, machen wir uns mal ganz kurz hier zwei Eimer, damit ich das nicht noch vergesse mache. Und ich baue mich ein bisschen weiter und hole mir noch ein bisschen Stein. Warum nicht? Warum sollte ich das nicht tun? Ist doch wunderschön. Geh es last. Ich muss danach nochmal den Typen halt fragen, diesen einen da, wie man die Points setzt. So. Wir müssen dann noch Creeper töten, ne? Creeper töten und so ein Zeugs. Um da auch überhaupt an Gildenpunkte zu kommen. Oh mein Gott! Und es wird gerade ein bisschen dunkel hier. Ich mache mal eine Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Fackelmann! Bringt Licht auch in ihr Haus. So. Ich finde das total cool, dass Raskarius da ist. Da habe ich wenigstens... Es ist genau das, was ich mir eigentlich von einem Server erwünsche. So ein wirklich komplettes PvP gegeneinander. Als Multiplayer, also auf Deutsch einfach nur Minecraft im Multiplayer. Mit ein paar Mods in drinne. So, dann machen wir noch ganz schnell nochmal eine zweite Hacke hier, weil die eine ist schon angenutzt wieder. Und dann gehen wir erstmal nach oben wieder. You're not allowed to break clone redstone ore. Tja, dann halt nicht. Was war das? Nee. Flup. So, hier irgendwo kamen wir her. Mein Reis, mein ganzes GS wieder ab. Ich reiß mein GS wieder ab. Wo bin ich runtergekommen? Ich bin ja allgemein ziemlich runtergekommen, aber ich würde gerne wissen, wo genau ich hier runtergekommen bin. Es sind Unterschiede, hauchfein, aber doch vorhanden. Flup, 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 flup. Da bin nicht ich runtergekommen, aber es sieht aus, als wenn hier in der Nähe jemand runtergekommen wäre. Darum begebe ich mich einmal hier hoch. Diamanten möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht suchen. Das ist mir jetzt nicht so wichtig, dass ich ein paar Diamanten finde. Also gibt es Wichtigeres. Flup, 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 bitte flup, flup. Nanu. Nehme ich mit, warum nicht? Und die nehmen ganz schön Stein nicht mit. Hallo. Wir sind auf dem Gilden-PvP, aber etwas Kultur muss sein. Und dann ist die Welt von Sonnenschein. Belass dir den schön bemoosten Stein hier liegen, ich glaub's nicht. Den Spawner haben sie natürlich auch abgebaut. Ach, man darf hier wahrscheinlich nicht mit Spawnern sich leveln. Das wäre ein bisschen unfair. Man bekommt jetzt sicher auch keine Spawner. In Raskaria ist Leveln an Spawnern verboten. Oder Fragezeichen. Jetzt kommt bestimmt ein dickes. Ja, vielleicht portet sich gleich noch jemand zu mir, weil er denkt, ich bin ein Spawner. Bam, 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 bam. Ah. Oder auch so. So, jetzt muss ich aber mal rausfinden, wo der herkam. Der gute Herr des Gesamtvereins. Oh, das Wasser. Ja, ich bin ja auch ein Held. Ich bin genau in dieser Wasserfläche rausgekommen. Da brauche ich kein Wasser von hier unten holen. Bam, 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 bam. Kann mir doch hier her? Ist das was für Hühner? Huch! Los! Ach, Mist!
Warum habe ich immer so ein Pech? Hier noch was Spannendes. Ich guck mal, ob hier vielleicht irgendwie eine Kiste steht, die zurückgelassen wurde. Hintergangen von seinem Besitzer. Hätte echt schön mal ordentlich losgelegt. Huhu, Sala. Wo ist denn dieser Zombie? Zombie. Hallo. Ich glaube, da hinten könnte eventuell Eisen versteckt sein. Flup, 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 flup. Ah, Eisen, wunderschön. Ja, Fliegen ist bestimmt auch deaktiviert, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich probiere es mal aus, einfach alles mal ausprobieren. Fly, das darf das denn ja, das haben wir schon gedacht. So, für euch natürlich eine Fackel hier hingesetzt. Und auch da, und dann machen wir da noch eine hin. Und aber noch Eisen gefunden, yay, wunderschön. Sonikoro, guten Abend, lalala. Abend. Bam, 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 bam. Ja, da, 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 da. Never. Toni. So, okay, wo war ich jetzt überhaupt? Wo war ich stehen geblieben? Ah, Zombie, bei dir war ich stehen geblieben. Yay, 2 Punkte. Ich bin ein Held. Held der Unterwelt, der Held der Unterwelt. Wenn mal was runterfällt, bin ich der Held der Unterwelt. Ich soll das mit dem Singen lassen. So, ich gehe mal wieder nach oben. Das Essen wird langsam knapp auch. Die Küsten nehme ich aber mit. Ist verschenkte Liebesmühe hier, wenn ich das stehen lasse. Von daher. Geheime Räume hier oder was? Schade, ich dachte, hier ist eventuell eine schöne Kiste noch versteckt. Okay, wo bin ich gelandet? Wo bin ich hier gelandet? Hütte. In der Nähe muss doch irgendwo... Huch! Bei Kisten. Ich hole mir dann ein Haus nur aus Kisten einfach mal, weil ich so viel hier finde. Wo hab ich denn... Wo ist denn der Wald hingekommen? What the fuck, was ist das denn? Ah, wunderschön. Genau solche Leute wie dich suche ich. Sie sind eingestellt. 2 Punkte fürs Töten von Skelett und Pfeile habe ich bekommen. Ich muss ja sagen, der Turm da hinten zieht mich schon magisch an. Magisch. Aber ich sterbe auch gleich hier. Ich kann mal ein bisschen Zombie-Fleisch essen. Zombie! Nimm, nimm, nimm. Ich hab sogar keinen Schaden. Ja, gut, ist nicht. So. Der Hunger soll ja auch unnormal schnell schwinden. Also, bist du bescheiden, ne? Ja, hallo. Vorhin deinem Kollegen habe ich nicht so schnell Blatt gekriegt wie dich jetzt. Creeper geben also mehr als die anderen beiden. Okay, dann sollte ich vielleicht auf Creeperjagd gehen. Creeperjagd. Sind auch die nervigsten. Ist ja ganz okay, dass die mehr Punkte geben. So. Ich habe also schon 12 Punkte. Kiste in die Blüte. Ich weiß nicht, warum ich die Kiste mitnehme. Ich tue es einfach. Nicht alles, was man tut im Leben, muss ja auch einen Sinn haben. Was soll das darstellen hier? Da hatte ganz eindeutig jemand Spaß. Ich guck mal, was das hier ist. Ah, okay, da geht's rein. Oh, und hier? Oh, Sand. Wunderschön. Oh. Das gehört anscheinend jemandem hier dann. Dann halt nicht.
Das Problem ist nur, unsere ganze Nahrung ist jetzt weg, ne? Ich werde also wirklich schnell unsere Level zusammenkriegen, damit ich mir ein festes Grundstück aussuchen kann. What is... Ach, das ist bestimmt die Stadt. Wir machen mal ganz einfach Warp Rescaria. Unzureichende Rechte? Ich wollte mich zurück telewarpen. Bin ich hier gelandet? Oh, cool. Auch keine Rechte. Klasse. Wow, ich bin begeistert. Ich habe keine Rechte und habe Hunger. Mir läuft hundertprozentig auch in nächster Zeit kein Schwein vor die Nase oder sowas. Damit waren es übrigens... echte Schweine gemeint. Hallo. Flup. Ich hätte vielleicht doch bei meiner Nahrung bleiben sollen. Das war sehr unintelligent von mir, aber das ist immer ja gewohnt mittlerweile. Ich probiere das nochmal, weil ich es will... Ne, und solche Rechte, keine Ahnung. Man kann sich also anscheinend in Rescaria auch nicht warpen. Gut, naja, dann brauche ich irgendeine andere Nahrungsquelle, bevor ich drauf gehe. Ich weiß nämlich, auf welcher Schwierigkeitsstufe Rescaria ist, aber ich nehme mich da gerne auf schwer. Wenn es nicht auf schwer ist, dann wäre es ja gar nicht... Obwohl doch, ich sterbe trotzdem, das ist das Problem der Sache. La 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 la. Oh! Fressi, fressi! Wunderbar! Und eine Spinne! Yay! Oh, bist du ein Schwein? Oh mein Gott! Ah, ich habe unsere Welt gefunden! Oh mein Gott, ich habe unsere Welt gefunden! Und Schwein, es tut mir leid, du musst sterben! Ja, du musst sterben, es tut mir leid. What the fuck, was war das? Ein Schaf. Ein Schaf? Ein Schaf. Ein Schaf. Ich weiß nicht, ob man mal bei Rescaria schlafen kann, aber... Probieren geht über Studieren. So, die Wolle nehme ich jetzt hier auch mit. Dafür habe ich die weg und dann flupp. 0,25 Punkte gibt das, na okay. Oh, ein Zombie. Zombie, hallo. Ja, du bist dran. Du gibst Fleisch, auch wenn es vergiftet ist. Und Punkte. Ich krieg Daumen. Blumen. Achso, das sind die, die ich gerade abgeworfen habe. So, Nahrung sollten wir uns erstmal keine Sorgen mehr machen müssen. Noch ein Schwein. Komm her, komm her, komm her. Du saftiges. Du kleiner, saftiger, lecker Schmausen. So. Und wir haben natürlich auch noch zwei davon. Das heißt, wir machen uns hier mal... Flup, 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 flup. So, da können wir uns schon mal drei hinlegen. Und jetzt stellen wir uns hier ganz kurz eine von fünf Workbenches auf. Und backen uns ein Brot. Lecker, so, okay, dann essen wir noch ganz kurz das gleich durchgebratene Schweinefleisch. Moment, und dann sind wir erstmal abgerüstet für die nächste Zeit. So, und dann müssen wir hier auf jeden Fall uns mal, was haben wir hier noch so? Wir haben noch Golderz und wir haben noch Eisenerz. So, dann brenne ich das Eisenerz mal ganz kurz noch. Und esse ein Schnitzel. Wir haben doch gerade noch Zombiefleisch gehabt, oder? Ach, das konnte ich wahrscheinlich nicht einsammeln. Alles klar. So, dann esse ich halt noch so eins. Ah, endlich satt. So, okay. Und jetzt, Flup, Eisenstiefel. Wir sind die Besten. Yay. Jetzt gedacht.
Und dann, was könnte ich mir noch schnell mal craften? Ich könnte mir noch ein bisschen... Ich könnte das Eisen, das Gold mal schnell brennen. Das Eisen brennt sich ja langsam und wir haben noch 5. Das heißt, ich würde die lieber lassen. Oh mein Gott! Also ich werde das Karriere natürlich weiterspielen, weil hier muss ich... Okay. Ja, ich habe Optifine übrigens wieder drin. Ich werde das Karriere natürlich dann auch privat weiterspielen und ich schalte dann immer mal rein, wie es hier drin so aussieht, so als Nebenprojekt halt so. Mal schauen, wie ich es mache. Alles nur Testphase. Nein, du hast dein Mikro und Lautsprecher deaktiviert. Ach so, okay. Ja, mit dir unterhalte ich mich auch gleich wieder, sobald die Aufnahme dann vorbei ist. Und wir müssen auf jeden Fall erstmal noch durchstarten. Wir haben 18 Punkte. Ich möchte gerne noch 50 Punkte kriegen. Flups, so, was haben wir hier noch so? 5, okay, dann können wir den hier abweisen. Abreißen. So, so. Schweineschnitzel, das... So. Flup. Jetzt bleibt eigentlich nur noch übrig zu warten. Und diesmal hole ich mir ein bisschen Holz noch. Jetzt habe ich eine gute Axt. Und wir machen uns mal ein Stack voll. Und das sollte anfangs eigentlich erstmal reichen, nehme ich an. Stark, hoffe ich mal. Vielleicht treffen wir noch das ein oder andere Monsterli. Das ist wahrscheinlich wirklich mal eine düstere Höhle oder so geht, dass wir da einfach schnetzeln können. La 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 la. Gut, wir haben aber 38. Okay, das reicht noch nicht ganz. Oh, ist ein großer Baum. Da ist ein großer Baum. Jetzt haben wir 51. Not bad. Dann können wir gleich mal uns ein bisschen Laub holen hier mit unserer Zange, die wir haben. Also schnell verdientes Material zum Bauen. Warum also nicht? So ein bisschen Material zum Bauen, einfach so hinhackt und hups und da haben wir schon ganz viel Material. Lalalala. Darauf kommt es ja an, hier möglichst schnell voranzukommen in unserem Multiplayer-Server. Alles klar, okay, ab hier habe ich keine... Ach ja, ab hier gehört das Thema... Ah, alles klar, okay, okay. So, dann würde ich sagen, werfe ich meinen Stock weg. Obwohl, nee, ich werfe das Ding weg. Hole mir die Setzlinge hier noch. Und dann hole ich mir dann schon ein bisschen mehr. Um noch den dritten Stapel voll zu bekommen. Und dann haben wir ordentlich Baumaterial fürs erste.